Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge For the People. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Okay, Ressourcenmanagement abgeschlossen. Tja. Wir entwickeln jetzt auch so langsam einen Tagesrhythmus. Was machen wir zuerst? So ganz, so Stück für Stück. Wir können ja nochmal reingehen und das abändern. Ich würde jetzt erst die Post lesen, bevor wir uns mit den Dingern hier befassen, oder? So, Post im Spiel sehr gerne. Okay. Seien Sie gegrüßt, Genosse River. Das ist nochmal Paul Traube. Stellen Sie sich vor, die Mädchen von der Post haben mir eine Flasche guten Cognacs geschenkt. Sie sind so froh, dass sie von dem Geschrei und den fiesen Scherzen ihrer Vorgesetzten Hopfen erlöst sind. Aber ich schreibe Ihnen nicht nur, um eine frohe Nachricht mitzuteilen. Es scheint, dass ich schon wieder etwas Interessantes entdeckt habe, und zwar ein illegales Casino. Aber denken Sie nicht, dass ich selbst kein Glück gehabt habe und nun Rache nehmen will. Ich habe immer andere Spiele bevorzugt und die Rente ist zu klein. Aber einer meiner alten Freunde hat gesündigt. Hat, weil Rippenbrüche ihm den Spaß am Spiel verdorben haben. Vom Krankenhausbett aus hat er mir alles erzählt. Unsere Spielhölle befindet sich in der Theodor-Knecht-Straße im Souterrain eines ehemaligen Museums. Die Spieler versammeln sich abends und gehen gegen Morgen nach Hause. Drinnen gibt es einige Tische zum Kartenspielen sowie einen Kühlschrank mit Mineralwasser und Bier. Das Ganze beaufsichtigt ein seriös aussehender junger Mann. Unruhestifter werden von zwei Schränken hinaus befördert, die in einem Kabuff sitzen. In den erlauchten Kreis zu kommen ist nicht einfach, dazu braucht man eine Empfehlung. Aber man muss kein Eintrittsgeld zahlen, es genügt hin und wieder einen Einsatz zu machen. Auf den ersten Blick nichts Schlimmes. Ja, es ist illegal, aber es werden auch Importwaren illegal gehandelt und alle wissen das. Mein Freund, nennen wir ihn Jack, hat auch so gedacht. Umso mehr, als dass er über ein wenig Spielgeld verfügte. Wahrscheinlich können Sie erraten, was weiter geschah. Nachdem Jack wieder einmal verspielt hatte, kam ihm der geniale Gedanke, beim Casino etwas Geld zu borgen. Ein Wunder ist natürlich nicht geschehen und er ging mit einem riesigen Minusbetrag und einer Woche Aufschub nach Hause. Selbst da wusste Jack noch nicht, mit wem er es zu tun hat und dachte, dass sein Geldgeber auch noch ein paar Tage länger warten kann. Das war ein Riesenfehler. Genau 8 Tage später wurde Jack direkt im Hauseingang abgefangen. 3 kräftige kentische Burschen hielten es gar nicht nötig, mit ihm zu sprechen, sondern haben ihm einfach die Knochen gebrochen. Natürlich hat Jack der Miliz nichts von dem Casino erzählt, deshalb sucht die AIS 3 gewöhnliche Rowdies, wie er vermutete, ohne besonderen Enthusiasmus. Natürlich können sie einfach den Genossen Chester auf das hausgemachte Casino ansetzen. Wahrscheinlich wird es danach schließen. Aber wo ist die Garantie, dass es morgen nicht in der Parallelstraße aufmacht? Mit diesen Typen muss man sich ernsthaft auseinandersetzen, und zwar persönlich. Und Paul Traube fühlt sich wieder als großer Detektiv. Zufällige Besucher kommen nicht in das Casino hinein, weshalb ich einen alten Mantel anziehe, eine geknautschte Mütze aufsetze und mich mit einer Zeitung auf die Bank in der Nähe des entsprechenden Ortes setzen musste. Die Verkleidung als müßig gehender alter Mann hat ausgezeichnet funktioniert. Ich muss nur aufpassen, nicht zu sehr in die Rolle hineinzuwachsen. In erster Linie interessieren mich die Menschen, die von den ersten Kunden, die abends kommen, hineingehen. Danach war es nötig, sie irgendwie zu identifizieren. Und das alles musste schnell geschehen, sonst hätte man mich bemerken können. Aber das habe ich irgendwie geschafft. Das wirkliche Problem bestand in etwas anderem. Wie kann man gewöhnliche Hausbewohner von den Mitarbeitern des Casinos unterscheiden? Ich kann ja keine namentliche Liste erstellen. Naja, die Schlägertypen habe ich gleich erkannt. Das sind Jungs von Jebediah Springs. Aber aus denen kriegen wir nichts raus. Tumpe Typen, die nur machen, was sie gesagt bekommen. Das bedeutet, dass man den Croupier abfangen muss. Das zwang zum Nachdenken. Man kann bezweifeln, dass die Verbrecher diese Anstrengungen unternommen haben, alles so zu organisieren, wenn es sich nur um ein illegales Casino handeln würde. Es muss mindestens ein weiteres geben in einem anderen Bezirk. Bald konnte ich meine Annahme bestätigen und dabei haben mir diese Schränke geholfen, die so gerne mit dem Taxi zu ihrem Arbeitsplatz fahren. Ihre Visagen sind markant.
Man musste nur noch die Taxifahrer befragen. Das ist eine Frage der Technik und des Geldes. Dadurch durchaus erheblichen Geldes für einen Rentner. Es gab noch die Gefahr, dass einer von ihnen mir einfach was vom Pferd erzählte, während er mich an Springs verpfeift. Dann hätte es Ärger gegeben. Bislang läuft alles gut. Wie es weitergeht, werden wir sehen. Es stellte sich heraus, dass sich der zweite von den Banditen ausersehene Ort zu meinem Freund in der Nähe meiner alten Redaktion befindet. So viele Jahre bin ich an diesem Häuschen vorbeigegangen und wusste nicht, dass es noch eine schlimmere Lasterhöhle gibt als unsere. Ich musste also auch da herumsitzen. Nach einigen Tagen sammelte ich Informationen zu zwei Verdächtigen, die in den beiden Häusern auftauchten, dank ihrer alten Verbindungen und meiner Beredsamkeit. Eine weitere Person blieb für mich ein Rätsel. Okay, wir haben hier drei Sachen. Erstmal Oliver Kruspe, 32 Jahre. Er wohnt in der Nähe vom Casino in der Theodor-Knecht-Straße. Eigentlich ein bisschen zu alt für einen Croupier, sieht aber recht jung aus. Er kommt alle drei Tage, wie nach Fahrplan. Soll als Eisenbahner arbeiten. Interessante Beziehungen zu den Nachbarn im Treppenaufgang, die ablehnten, auch nur irgendetwas über ihn zu erzählen, weil sie ihn entweder mögen oder fürchten. Verheiratet mit einer Lehrerin, zwei kleine Kinder, 3 und 4 Jahre alt. Wie ich mehrfach hörte, lebt das Ehepaar Kruspe wie alle anderen. Imre Feuss, 24 Jahre, ehemaliger Student unserer angesehenen Technischen Fachhochschule, jetzt schwer zu sagen. Kommt von Zeit zu Zeit zu beiden Gebäuden, ein offensichtliches System gibt es nicht, studiert nicht und arbeitet nicht, wurde in Begleitung merkwürdiger Leute gesehen, trägt einen abgewetzten Trenchcoat. Ich hatte ihn überhaupt nicht erwähnt, aber mit ihm stimmt etwas nicht. Sozial abgestiegene junge Leute sehen anders aus. Der Schritt ist zu selbstbewusst, der Blick zu forsch. Der Mantel sieht demonstrativ alt aus, aber die Schuhe sind immer geputzt. Oder aber ich werde mit dem Alter komisch und dies ist ein gewöhnlicher Nichtstuer. Ein Unbekannter, dem Aussehen nach jünger als Kruspe und älter als Feuss, blond in grauem Pullover, etwas kleiner als ich, durchschnittlicher Körperbau, kam zweimal zur Spielhölle in der Theodor-Knecht-Straße, einmal zur Spielhölle in der Nähe der Redaktion. Mehr gibt es über ihn nicht. Ich führe ihn ausschließlich für alle Fälle auf. Das ist erstmal alles. Ich hoffe, dass Sie das alles aufklären, denn selbst ausgemachte Spielsüchtige verdienen nicht, dass man ihnen die Knochen bricht. Paul Traube, ehrlicher Detektiv. Direkt. Nicht erst langsam entwickelnd, sondern direkt einen Fall, den er recherchiert hat. Wir haben quasi einen eigenen Privatdetektiv, der neben unseren offiziellen Behörden, denen wir auch nur so bedingt trauen, versucht herauszufinden, was in dieser Stadt los ist. Und du sag mal, der Herr, der hier zusammengeschlagen worden ist, war das der, wo wir in der letzten Woche im Stream die Polizei überhaupt dazu angehalten haben zu ermitteln? Der wurde ja irgendwie von 3 Jugendlichen verprügelt. Oh, scheiße, ja. Der hat gesagt, das waren irgendwelche Rowdies. Und der ist auch nicht in der Partei und so. Der ist, glaube ich, ein Veteran. Und wir haben ihm noch seine Behandlung bezahlt. Genau, seine Tochter hat sich an uns gewandt. Dass das ja wohl nicht sein könnte, dass er auf offener Straße... Aber es ist ein pensionierter... Also Jack hat ihn jetzt Herr Traube genannt. Ja, das wird das sein. Na klar. Und durch uns liegt er überhaupt erst im Krankenhaus. Also nicht, weil er durch uns Verletzungen bekommen hat, sondern wir haben dafür gesorgt, wir haben Geld ausgegeben, dass er ins Krankenhaus geht. Genau. Ja. Das heißt, eigentlich müsste man mit ihm sprechen können, was denn da los ist, aber das haben wir nicht als Reaktionsmöglichkeit leider. Aber wir haben jetzt aber eher gegen niemanden was in der Hand. So richtig. Also der Einzige, bei dem so ein bisschen was da wäre, wäre Oliver Kruspe. Aber wir hatten das, glaube ich, auch schon, dass wir dann auch gedacht haben, oh, der könnte es sein oder die könnte es sein und dann ist es komplett ins Leere gelaufen. Nee, ich würde es wie folgt sagen. Oliver Kruspe war der einen geregelten Tagesablauf hat. Alle 3 Tage geht er in das Casino. Angestellter.
Mittelsmann, kleiner Fisch. Imre Feuss, ich würde da Herrn Traube trauen, der hat Erfahrung als Reporter. Der Mantel sieht alt aus, die Schuhe sind immer geputzt. Sieht aus wie jemand, klingt für mich jung, Tätigkeitsfeld unbekannt, klingt für mich wie jemand, der Dinge kontrolliert. Eine Stufe höher. Ein Unbekannter, okay, über den nichts bekannt ist, klingt wie noch eine Stufe höher. Also, wir gehen nochmal. Achso, Unbekannter ist er ja noch. Von dem Aussehen nach jünger als Kruspe und älter als Feuss, blond in grauem Pullover. Etwas kleiner als ich, durchschnittlicher Körperbau, kam zweimal zur Spielhölle in der Theodor Knecht, einmal zur Spielhölle in der Nähe der Redaktion. Mehr gibt es über ihn nicht, ich führe ihn ausschließlich für alle Fälle auf. Meine Logik ist jetzt einfach. Also ich gehe mal auf Imre Voss. Ehemaliger Student unserer angesehenen Technischen Fachhochschule, jetzt schwer zu sagen, kommt von Zeit zu Zeit zu beiden Gebäuden. Ein offensichtliches System gibt es nicht, studiert nicht und arbeitet nicht, wurde in Begleitung merkwürdiger Leute gesehen, trägt einen abgewetzten Trenchcoat. Hätte ihn überhaupt nicht erwähnt, aber mit ihm stimmt etwas nicht. Also Trenchcoat sieht alt aus, aber er wurde gesehen in Begleitung merkwürdiger Leute. Die wirkliche Führungsebene wird nicht gesehen in Begleitung merkwürdiger Leute. Und deswegen würde ich zum Unbekannten tendieren. Ich auch. Also zumindest nicht, wenn es wirklich so ein Untergrundnetzwerk in verschiedenen Stadtteilen und so ist, wie der Herr das beschrieben hat. Genau, Oliver Kruspe geht immer nur zu einer Spielhölle. Normale Spieler würden auch immer nur zu einer gehen und nicht zu beiden. Deswegen würde ich Oliver Kruspe als kleinen Fisch, also auch definitiv schuldig, aber nicht den, den wir kriegen wollen. Ja, bei dem Unbekannten wissen wir halt nicht, ob er nicht einfach durch Zufall dort vorbeigekommen ist. Das kann ja durchaus auch sein. Stiefelkante merkt gerade an, dass es auch durchaus sein kann, oder stellt die Frage in den Raum, ob denn der Journalist versucht, einen dieser drei anzusperren. Möglich, aber wir müssen so oder so einen von den dreien uns genauer anschauen. Ja, wir müssen einen genauer anschauen. Und tatsächlich war es so, dieser Journalist, dem wurde übel mitgespielt. Er hat seine Nase zu tief in Dinge reingesteckt und wurde deswegen pensioniert. Und er ist störrisch und hat einen gewissen Gerechtigkeitssinn und schreibt uns daher Briefe. Wir können es nicht ausschließen, dass er irgendwen anschwärzen möchte, aber er arbeitet immer relativ gewissenhaft. Ich habe bisher durch auch den letzten Fall, wo er Sachen berichtet hat mit Sozialbetrug und der Pension, habe ich nicht den Eindruck gewonnen, dass er den direkten Draht zu uns in irgendeiner Form missbraucht. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber dann würde ich in diesem Fall gerne auch dann ins offene Messer laufen und mich jetzt erstmal darauf verlassen und versuchen, mit den Hinweisen, die er liefert, die ich erstmal für vertrauenswürdig einschätze, eine gute Entscheidung zu treffen. Und bei der Frage, für wen oder ja, für wessen Überprüfung entscheiden wir uns, finde ich Horstis Anmerkung ganz spannend, weil er sagt, er würde die sichere Nummer nehmen. Ist auch ein Punkt, der Unbekannte, ja, ja. Also bei dem Unbekannten bin ich auch unsicher. Ich tendiere momentan zu dem Imre Feuss. Ja, den wissen wir wenigstens per Namen. Und wenn er mittlere Ebene ist, dann ist auf jeden Fall die Operation geschockt und wir haben sie erstmal unterbunden. Das heißt, es gibt uns eine neue Gelegenheit, vielleicht dahinter zu kommen. Und wir sind ja auf der Suche nach dem Croupier. Und dieses Ding mit den immer geputzten Schuhen hat mich da so ein bisschen gelockt. Okay, ja. Ja. Aber vielleicht war das auch die falsche Fährte. Ne? Ich würde auch Imre Feuss nehmen, das stimmt. Der Horst hat recht, mittelgroß und normal aussehend ist schwer zu bekommen. Das stimmt. Und hier haben wir einen Namen. Okay. Mhm.
Sie haben Ihren Verdacht bezüglich Imre Voss geäußert. Der junge Mann wurde festgenommen und nach einem kurzen Gespräch mit den Untersuchungsbeamten begann er, eine Aussage zu machen. Er arbeitet tatsächlich als Croupier in einem illegalen Casino. Wie sich herausstellte, gibt es in Eisen 1 davon 4. Die Ermittlungen dauern an. Okay. Horsti. Horsti. Top. Ich bin total froh, nicht in der Rolle dieses Bürgermeisters zu sein und ganz alleine entscheiden zu müssen. Also was wir jetzt schön als Ball hin und her werfen können und auch hin und her überlegen können, müsste diese Person ja total alleine machen. Ja. Es gibt noch von Stiefelkante, ihr hättet die Ressourcen, um mal eine Runde viel Stahl zu produzieren. Damit könntet ihr nächste Runde an andere Städte beliefern und aufstocken. Ja, wenn ich jetzt hier... Ich hätte ein Aber. Ja. Die Gewerkschaften wollen gerade irgendwie zur Demonstration aufrufen. Ich finde die Idee total gut, würde aber gerne abwarten, wie sich das mit dieser Gewerkschaft entwickelt. Ja, oder wenn wir hier hochgehen, dann sinkt das. Im Moment, weil wir kriegen gleich wieder 32 und da ist es tatsächlich so, wir können dann vielleicht einmal intensiv für das nächste machen, aber tatsächlich irgendwas braut sich zusammen. Und wir haben die Entscheidung ja noch nicht getroffen und wissen daher auch noch nicht, was da kommt. Ja. Aber in der nächsten Runde finde ich das auf jeden Fall einen guten Weg. So, Depeschen oder unsere Karte? Karte. Okay, das Ergebnis unserer Operation. Oh ja. Der Agent wurde in der Redaktion des Eisernen Boten als Praktikant angestellt und versuchte, die Wahrheit über Brodys Verhalten herauszufinden. Er fand heraus, dass die anonymen Anschuldigungen gerechtfertigt waren und Brody wirklich kein einziges der jungen Mädchen in Ruhe lässt, die in die Redaktion kommen. Ein voller Erfolg. Im Rahmen des Vertretbaren heißt das, das kriegen wir hin. Schicken wir jemanden mit mehr Kraft, der soll den Genossen klar machen, wo es lang geht? Brody hat bereits gekündigt, weiß dies selbst aber noch nicht, wir müssen ihn einweihen. Ich sehe keinen Sinn darin, mit ihm zu reden. Geh lieber zum Chefredakteur. Deuten wir Sarah Chester gegenüber an, dass sich das städtische Komitee für ihren Mitarbeiter interessiert. Ha. Okay, also haben wir die Wahl des Austausches oder sollen wir da noch einen Agenten hinschicken? Die 1? Ich glaube, ja, wir müssen für alles einen Agenten wählen. Ah, okay. Also bei 1 würde ich die Schwester, die neue Spitzenagentin, die Halbschwester da von Frau Kipling-Kippler vorschlagen. Ich habe den Eindruck, die könnte da gut durchgreifen. Jemand mit mehr Kraft. Ich finde, bei der ersten Option klingt zwischen den Zeilen vielleicht, sagen wir mal, mehr physikalisches Klarmachen seines Fehlverhaltens durch. Denkst du? Ja. Schicken wir jemanden mit mehr Kraft, der soll dem Genossen klar machen, wo es lang geht, heißt für mich Mittel- und Ringfinger. Oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also da würde ich... Ich würde sagen, das ist eher eine sehr brachiale Art und Weise. Die fiel beim ersten Lesen, hätte ich die sofort ausgeschlossen. Ich schwanke zwischen 2 und 3. Das ist auch brachial. Das hier ist... Ja, bei dem dritten wirbeln wir mehr Staub auf, können das Problem möglicherweise aber langfristig lösen. Beim zweiten haben wir den Vorteil, dass der Typ dann noch einfach weg ist. Ja. Aber er wüsste dann auch, dass gegen ihn ermittelt wird. Stiefelkante merkt gerade an, dass wenn wir ihn auf Linie bringen mit Repression von oben, hätten wir einen Gefallen bei ihm, falls sich die öffentliche Meinung gegen euch richten sollte. Wir stehen auf gutem Fuß mit dem Eisernen Boten, weil wir letztes Mal... Chefredakteurin. Ja, genau. Die mag uns. Ja.
Das heißt, wir stehen schon mit der Zeitung auf gutem Fuß, weil wir schon letztes Mal was für die gemacht haben. Ich glaube, dass wenn wir ihm sagen, mach das nicht mehr. Bah. Es ist das Problem, wir sind hier nicht in einem Rechtsstaat. Was wir jetzt machen, ist halt diese, ne, also diese Option war so beim ersten Lesen für mich vollständig raus, aber wenn man sich bewusst wird, dass wir hier nicht in einem Rechtsstaat sind, ist halt Repression, wir haben dich im Auge, tu das nicht oder wir kommen wieder. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade für Variante 3, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der eiserne Bote es großartig gut findet, wenn sie offiziell erfahren würden, dass gegen diesen Typen ermittelt wird. Und wenn ihm irgendwelche Beine oder Hände oder Finger gebrochen werden, weiß ich nicht, wie geheim das funktioniert, ob das nicht nach hinten losgeht. Und bei der zweiten Variante, wer weiß, wen er als Freunde hat. Also er könnte das auch öffentlich machen. Das stimmt. Insofern wäre ich eher dafür, mit der Chefredakteurin des Eisernen Botens zu sprechen. Und wen würdest du vorschlagen von unseren Agenten? Dann bin ich fast schon wieder für die Spitzenagentin, die ältere Dame, die Halbschwester von. Hätte ich nämlich auch gedacht, weil im Text steht noch, kann sehr überzeugend sein. Ja, genau. Und die hängt da auch mit denen zusammen irgendwie. Arbeitete als Korrespondentin beim Eisernen Boten, erwarb sich eine gewisse Bekanntheit durch ihre Interviews, kann sehr überzeugend sein, verließ aus persönlichen Gründen die Zeitung. Ah. Und nahm eine Stelle als Bibliothekarin in der Schule Nummer 8 an und war dort bis zur Pensionierung tätig. Okay, was sind jetzt die persönlichen Gründe? Vielleicht sollten wir sie doch nicht schicken. Wie sieht es denn mit dem anderen neuen Spitzenagenten aus? Da hatten wir körperliche Verfassung von Natur aus, wie man so sagt. Ragt aufgrund seiner Größe immer aus der Masse heraus. Kein Parteimitglied, kennt er, geboren in Eisen 1, Fachausbildung. Wechselt häufig seinen Arbeitsplatz, begründet dies mit dem Verlust an Interesse, ist in den letzten Monaten als freier Mitarbeiter der Feuerwehr tätig, wurde in einer Urkunde für den gezeigten Fleiß ausgezeichnet, ruhig, neigt nicht zu Konflikten, ist aber nicht besonders kommunikativ, duldet keine Lügen, hat keine engen Freunde. Ich würde eher sagen, das ist jemand, der für eine Variante 1 irgendwo hingeschickt werden kann. Ja, oder zwei. Ja. Was war er hier nochmal? Wurde mit Diskriminierung aufgrund der Nationalität konfrontiert, hat sich deswegen mehr verschlossen, mittelgroß, kurze, dunkle, gelockte, braune Augen, überdurchschnittlich körperliche Konstitution, kein Parteimitglied, hat in der Volkswehr gedient, schloss nach der Entlassung aus der Armee die Technische Fachschule ab. Er passt auch nicht so richtig. Nee. Also ruhiger Charakter und friedliebend ist super, so ist nicht. Aber so ein bisschen mehr Durchsetzungskraft wäre gut. Und der John Overton, vielleicht noch ein bisschen jung, den du da jetzt gerade hast. Ja. Kenterer, geboren in One-Drop, mittelgroß, kurze, dunkle, keine besonderen Kennzeichen. Hat die Verbindung mit der Familie, die in einer anderen Stadt wohnt, abgebrochen. Trat nach der Schule in das Fernmeldeinstitut der Kommune in Kentersford ein, dessen Abschluss er im Sekretariat des Stadtkomitees von Eisen 1 zugeteilt würde, für die technische Betreuung von Radiosenders zuständig war. Das ist der Technikfreak. Quasi unser Hacker. Den würde ich dafür auch nicht einsetzen wollen. Also ich schwanke jetzt zwischen denen, also ich bin wieder bei ihr, weil wir die persönlichen Gründe nicht kennen. Das kann ja auch sein, dass sie vielleicht mit der Chefredakteurin nicht klarkam wegen ihrer Arbeit, ich weiß es nicht, oder halt ihn. Es kann ja auch sein, dass sie aus politischen Gründen gefeuert worden ist, unter dem alten Stadtvorsitzenden. Und da wir ja ein neuer Stadtvorsitzender sind und uns der eiserne Bote mag, kann es ja auch durchaus passieren, dass das sogar eher förderlich ist. Sie ist eine ältere Frau. Ich finde, das ist tatsächlich eine Sache, die ich ausprobieren würde. Ich bin bei dir. Okay. Also diese Option, mit ihr einen Agenten schicken. Hui. Bleibt noch jenes hier.
Ist jetzt schon so ein langer Tag. So, gehen wir in die Depeschen rein. Was haben wir heute? Können wir das wieder zumachen? Ich mag nicht mehr. Ich denke, wir bekommen jetzt hier, ich sehe schon, was wir hier bekommen. Eieiei. An den Genossenvorsitzenden des Stadtkomitees von Eisen 1. Anzeigender Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung entsprechend dem Gesetz der Gesamtkommune über Versammlungen, Kundgebungen, Demonstrationen, Umzüge und Mahnwachen Nummer bla von bla zeigt Ihnen eine Gruppe von Kommunaden die Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung in Form einer Kundgebung an. Ort der Durchführung der Kundgebung, Klaus-Wolfram-Platz. Datum und Uhrzeit der Durchführung der öffentlichen Veranstaltung, 19. September 1988 von 12 bis 12.30 Uhr. Beginn der Zusammenkunft bis 15 Uhr. Zweck der öffentlichen Veranstaltung, Kundgebung zur Unterstützung der Rückkehr des alten Krankenversicherungsmodells. Voraussichtliche Teilnehmerzahl der öffentlichen Veranstaltung in Form einer Kundgebung 1000 Personen. Während der Kundgebung werden eine Bühne und eine Lautsprecheranlage, Plakate, Fahnen und deren sichtbare Agitationsmittel verwendet. Die Einhaltung der öffentlichen Ordnung wird garantiert. Formen und Methode der Einhaltung der öffentlichen Ordnung und Organisation des Sanitätsdienstes durch die Organisatoren der öffentlichen Veranstaltung. Gebührende Vorsicht der Organisatoren der Veranstaltung, Einweisung der Teilnehmer der öffentlichen Veranstaltung, Sicherstellung der Informationen der Teilnehmer über die Telefonnummer von Miliz und Rettungsdienst, bei Bedarf Rufen des Rettungsdienstes, Nachnamen, Vorname des Organisatoren der öffentlichen Veranstaltung, Angaben zu ihrem Wohnort und deren Passnummer. Erstens Jack Reed, Straße des Orangenen Banners, Haus 14, Wohnung 53, Passnummer 5501, oh Gott. und so weiter. Godric Monty, Mata Bazar Straße, Haus 1, Wohnung 12, Passnummer bla. René Beauvoir, Gunther Meinhardt Straße, Haus 32, Wohnung 10, Passnummer bla. Nachnamen, Vornamen der Personen, die von den Organisatoren der öffentlichen Veranstaltung bevollmächtigt sind, weisende Funktionen zur Organisation und Durchführung der öffentlichen Veranstaltung auszuüben. Jack Reed, Godric Mounty und René Beauvoir. 10. September 1988. Die müssen auch nicht nur ihren Namen und ihre Anschrift angeben. Nee, da ist auch die Passnummer dann dabei. Ja. Damit eindeutig zuzuordnen ist, was das für Leute sind und woher die kommen. Eigentlich bräuchten wir parallel noch eine Seite, wo wir ein Netzwerk hinbauen, wer eigentlich mit wem verwandt ist und was die tun. Und noch eine Karte, wo die wohnen. Weil ganz im Ernst, bestimmte Orte tauchen wir auch immer mal wieder auf. Ich habe hier gerade vor Ort, vorm inneren Auge irgendwie, hier A Beautiful Belana Mind. Ja, genau, so dieses, wo ist jetzt was? Das finde ich großartig. Nee, er hat immer so gemacht, ne? Tja. Ja, und auch so die Geschichte dieses schrägen Staates. Also in der Bibliothek gibt es ja super viele Informationen, die aber für unsere Zwecke bzw. für unseren Stream einfach wirklich anstrengend zu lesen und zu kommunizieren werden, weil es ist sehr, sehr viel Text, wie man hier sieht, kleiner Schrift. Aber es ist, also, es ist lange nicht passiert, dass ich durch so viel Text so gefesselt war. Und diese Kohlezeichnungen dazwischen drin, die Geschichte aufbauen und die Musik ist auch echt. Ich bin immer mehr begeistert von diesem Spiel. Ja, es geht mir genauso. Also, wir wurden gewarnt vorm Abhalten der Kundgebung. Ich würde den offen lassen. Ich würde den offen lassen. Vielleicht haben wir noch andere Sachen. Okay. Lassen wir offen. Das war's erstmal für diese Folge von For the People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv/anderelampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss!